40 Uhr kennen Sie, wenn die Autos alle in den Positionen stehen, dann wird von hinten das grüne Tuch gezeigt. Dann gibt es die 5-Sekunden-Tafel von der Rennleitung und dann wird die Ampel von Rot eingeschaltet. Kurve setzt sich durch. Der Japaner ist in seiner dritten oder vierten Formel 3 Saison jetzt schon unterwegs, ist das erste Mal jetzt hier im ATS Formel 3 Cup und kommt aus der Euro-Serie und er hat auch gesagt, das wird mein letztes Jahr in der Formel 3 und da will ich natürlich erfolgreich sein. Also durchgesetzt direkt hier in der ersten Kurve ein Rad-an-Rad-Duell mit dem Pole-Setter, mit Tom Blomqvist und Sato ist in die Führungsposition gegangen, der Lotus mit der Startnummer 16. Dahinter dann Blomqvist und dann denke ich mal in der nächsten Position wird das die 14 sein. Jimmy Eriksen vom Lotus-Team, der hier das Spitzentrio im Moment komplettiert. Ja, Kimiya Sato ist vorne, dann haben wir Tom Blomqvist in der zweiten Position. Jimmy Eriksen ist im Moment in der dritten Position. Und dann Yannick Mettler vom Performance Racing Team, der komplettiert das Spitzenquartett. Jetzt kommen sie zum ersten Mal hier auf der Start- und Zielgeraden. Für Van Amersfoort Racing, Lukas Auer.